23 mit Ole Schaub. In der dritten Startreihe dann mit der Startnummer 12 Dominik Reuters, der sich diese dritte Startreihe dann teilt mit der Startnummer 48 Maximilian Tarillon, dessen Fans in Argentinien den Livestream verfolgen, also Grüße über den Ozean an dieser Stelle. Die vierte Startreihe, da sehen wir die Startnummer 14, Florian Görs, und mit Startnummer 15, Moritz Schmeiß. Mit der 45, Farin Megger, und die 99, Nikita Gänse, dann in der fünften Startreihe. Und aus der sechsten Startreihe rollt an den Start die Startnummer 77, Hannes Borde, und die Startnummer 13, Maximilian Burkhardt. Die 17, Raphael Balzer, und die 11, Valentin Kluss, dann in Startreihe 7. Und aus der 8. Startreihe heraus kommt mit der Startnummer 69 Dennis Thiem und Mats Johann Overhof die Startnummer 55. Ja, so dürfen wir jetzt wieder 9 Minuten und eine Runde verfolgen. Und jetzt in diesem Lauf, in diesem dritten und letzten Lauf des Tages in der Klasse der Mikrofahrer geht es auch jetzt darum, wer bei der Siegerehrung qualifiziert ist, wer darf zur Siegerehrung kommen und dort aufs Treppchen steigen. Wird es der Lokalmatador? Wird es Jonas Teichmann sein, der in Bad Soden zu Hause ist? Oder wird das der Enrico Förderer sein, der Fahrer des MTEC Praga Racing Teams? Schafft es Giuseppe Fico? Schafft es Ole Schaub? Kommt jemand aus der dritten Startreihe? Kann Maximilian Tarillon beispielsweise seinen ersten Laufsieg wiederholen, den er sich gestern im ersten Lauf geholt hat? 9 Minuten, eine Runde und wir wissen mehr. Die Lichter gehen aus. Start ist freigegeben. Enrico Förderer setzt sofort Jonas Teichmann unter Druck von ersten Meter an, aber Teichmann gibt dem Druck nicht nach und biegt als erster auf die Gegengerade ein. Hinter ihm dann Enrico Förderer und Giuseppe Fico auf Platz 3 im Augenblick unterwegs. Platz 4, den hat sich dann Ole Schaub gesichert. Aber wie sicher ist der Maximilian Tarillon weiterhin da auf Platz 5 zu finden? Und das fällt in dieser ersten Runde logischerweise doch relativ eng zusammen. Giuseppe Fico im Innenraum fährt er eine ganz eigene Linie und kann dann an Enrico Förderer vorbeigehen und als Zweiter aus der ersten Runde herauskommen. Und sich dabei auch noch hinter Jonas Teichmann setzen. Wieder eigene Linie von Giuseppe Fico auf der Gegengerade. Und er muss aufpassen, da geht nämlich innen Enrico Förderer durch, geht auf Platz 2. Ja, das war ein bisschen zu viel eigene Linie von Fico in diesem Moment. Auch jetzt wieder in der Spitzkehre und da kann sich dann der Ole Schaub durchschieben und geht auf Platz 3. Gegenangriff von Giuseppe Fico näher sich den dritten Platz wieder zurückerobern kann von Ole Schaub. Also als Dritter kommt er jetzt wieder rüber, aber vorne geht Enrico Förderer ebenfalls eine eigene Linie an, um an Jonas Teichmann vorbeizukommen. Aber der Jonas, der kennt natürlich die Strecke hier auf dem Vogelsberg in- und auswendig. Der ist hier fast mit jedem Kiesel partout. Und dementsprechend weiß er natürlich auch, wo sind die neuralgischen Stellen, wo kann ich angegriffen werden, beziehungsweise weiß er natürlich auch, wo muss ich wie verteidigen und wo muss ich wie auf der Strecke unterwegs sein. Und das ist natürlich dann das Problem für Enrico Förderer. Der muss schauen, wie er vorbeikommt, wie er wo
am Jonas Teichmann dann vorbeikommen kann. Ja, und da ist dasselbe Problem. Enrico Förderer mit eigener Linie und ganz knapp dahinter Giuseppe Fico unterwegs, der immer wieder dann in die Lücke versucht reinzustechen, die Förderer ihm bietet. Aber dann kommt er einfach nicht vorbei am Enrico Förderer und sortiert sich wieder als Dritter ein. Platz 4 weiterhin für Ole Scharp. Maximilian Tarillon auf Platz 5 versucht jetzt an Ole Scharp vorbeizugehen, geht auch an Ole Scharp vorbei und der Maximilian Tarillon jetzt auf Platz 4 unterwegs nach dieser Runde. Mischt er jetzt die ersten drei noch mit auf? Das ist natürlich jetzt die Frage, aber die mischen sich ja selber schon auf. Und Jonas Teichmann, der kann eigentlich die Situation dort vorne nicht so richtig ausnutzen, wenn hinter ihm der Zweikampf tobt zwischen Enrico Förderer und Giuseppe Fico, müsste er eigentlich sich ein bisschen auf und davon machen können. Aber das gelingt ihm nicht. So, und jetzt gibt es eine 3-Sekunden-Strafe für die Startnummer 23. Das ist der Ole Scharp, der auf Platz 5 unterwegs ist, bekommt 3 Sekunden draufgeschlagen. Damit fällt er rein rechnerisch auf Platz 10. Jetzt erst einmal zurück. Das wird er gleich lesen, wenn er dann bei Start und Ziel vorbeikommt. Giuseppe Fico im Angriff, im Innenraum, geht vorbei an Enrico Förderer. Gegenangriff von Förderer, der gibt so schnell nicht auf. Da sind sie zu zweit nebeneinander. Und jetzt kann der Jonas Teichmann tatsächlich Profit davon schlagen und kann sich absetzen. Und auch Maximilian Tarillon ist jetzt dran an Fico. Auch er versucht dann noch vorbeizugehen. Ole Scharp auf Platz 5. Platz 6, dann für Florian Görs. Da ist eine ganz, ganz enge Gruppe zusammen. Das geht zurück bis zu Platz Nummer 9, der von Farin Megger im Augenblick gehalten wird. Und da weiß man nicht, was kommt als nächstes, was passiert in dieser Gruppe als nächstes. Angriff jetzt wieder vorne von Förderer auf Teichmann. Dann lässt er sich wieder zurückfallen. Tarillon gegen Fico setzt sich durch und Maximilian Tarillon geht auf den 3. Platz. Der Deutsch-Argentinier, der in Wien zu Hause ist. Jetzt also auf Platz 3. Unterwegs und bereits im Windschatten drin von Enrico Förderer. 3 Minuten, 30 Sekunden und eine Runde sind noch zu fahren. Und in diesem Ding ist richtig Feuer drin. Da weiß man noch gar nichts. Jonas Teichmann, wie gesagt, kann trotz den Zweikämpfen hinter ihm sich nicht entscheidend absetzen von seinen Verfolgern, sondern Enrico Förderer ist jetzt wieder dran. Zwei Minuten, 25 Sekunden sind noch auf der Uhr. Weiterhin Jonas Teichmann vorne und hinter ihm ein Riesenfeld. Also da muss der Fahrer des MSC Wittgenborn hier schon ganz gewaltig aufpassen, was hinter ihm passiert. Hinter ihm passiert zum Beispiel, dass Maximilian Tarillon an Enrico Förderer vorbeigeht. Es ist natürlich auch ein bisschen so, Jonas Teichmann ist langsamer unterwegs als die hinter ihm Fahrenden. Und das gibt natürlich so eine Art Stau, bei dem natürlich der eine oder andere das ausnützen kann, wie das Maximilian Tarillon jetzt bei Enrico Förderer gemacht hat. Die Frage ist nur, kommt Maximilian Tarillon vorbei an Jonas Teichmann in diesen jetzt noch zu fahrenden, ich würde mal sagen, 3-4 Runden haben wir noch. 1 Minute 30 und eine Runde ist auf jeden Fall noch drin.
Und das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen. Maximilian Tarillion setzt an, versucht vorbeizugehen an Jonas Teichmann. Doch Jonas Teichmann in der Spitzkehre ganz souverän bleibt da auf der Ideallinie. Sagt sich natürlich, Maximilian, geh doch rechts oder links vorbei, such dir doch eine Ecke. Jetzt wollte Maximilian Tarillion an ihm links vorbei und sofort ist Enrico Förderer da. Will vorbei an Maximilian Tarillion und dann ist es Giuseppe Ficco, der seinerseits an Enrico Förderer vorbeigeht, der diese Situation ausnutzen kann. Und Förderer fällt auf Platz 4 zurück, direkt vor Ole Scharp. Sollte das jetzt die Entscheidung gewesen sein? Oder kann hier durchaus der Maximilian Tarillion noch einmal einen Laufsieg an diesem Wochenende herausfahren, nachdem er gestern den ersten Lauf bereits gewinnen konnte? Hängt im Windschatten drin, hat jetzt eine ganz günstige Ausgangsposition gegenüber Jonas Teichmann. Dann kommt von hinten Giuseppe Ficco, versucht vorbeizugehen, kommt nicht vorbei. Aber das ist wieder so eine Art Behinderung gewesen für Maximilian Tarillion, der deswegen ein bisschen hat abreißen lassen müssen gegenüber Jonas Teichmann. Und wieder ist es 2 Sekunden vor Schluss gehen die Fahrer über die Linie. Und da ist es immer noch so, dass die ersten 9 so dicht zusammen sind, dass durchaus, wenn vorne irgendwas kommen könnte, der 9. noch Erster werden kann. Also da kann sich jeder in diesem Lauf, in dieser letzten Runde, doch nochmal die Chance aufheben. Jonas Teichmann, wird er das Ding nach Hause bringen? Kommt dann noch ein Angriff? Aber von wem und auf welchem Platz? Da ist noch gar nichts entschieden. Jonas Teichmann, er biegt als Erster auf die Zielgerade. Einer gewinnt vor Maximilian Tarillion. Giuseppe Ficco wird Dritter. Enrico Förderer kommt als Vierter an. Ole Scharp wird Fünfter. Moritz Schmeiß fährt sich auf Platz 6. Platz 7 dann geht an Florian Görs. Platz 8 dann für Farin Mecker. Dominik Reuters kommt als 9. an. Hannes Borde wird 10. Platz 11 dann für Maximilian Burkhardt. 12. Platz, der geht an Dennis Thiem. Valentin Kluss wird 13. Nikita Gente holt sich mit dem 14. Platz noch 2 Punkte. Und Mats Johann Oberhof als 15. holt den letzten Punkt. Ohne Punkt bleibt dann Raphael Balzer in diesem 3. Wertungslauf der Mikroklasse.